Afrika ist aus archäologischer Sicht ein Hotspot für die Erforschung der Menschheitsgeschichte. Seit historischer Zeit lieferten seine Bewohner kulturelle Inspiration und Wissen. Dieses wurde zum Fundament für viele Aspekte des heutigen Lebens. Afrika ist ein anpassungsfähiger Erdteil, der in seiner Geschichte immer wieder starken klimatischen und wirtschaftlichen Veränderungen unterworfen war. Interne Konflikte und große Wanderungsbewegungen waren die Folge und sind es noch. Gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft startete 2019 das Programm Entangled Africa. Das Besondere an diesem Programm: Die Forschung ist fachübergreifend. Natur- und Geisteswissenschaften arbeiten Hand in Hand. Und der Fokus liegt auf der Betrachtung von Verbindungen und Austausch alter Kulturen von Mensch und Umwelt der letzten 6 Jahrtausende aus afrikanischer Perspektive. 10 wissenschaftliche Projekte untersuchen Material von über 40 Forschungsplätzen südlich der Sahara. Das Projekt Connecting Foodways beschäftigt sich mit dem Austausch und der Verbreitung von Ernährungstraditionen in Nordostafrika. Die Pyramiden von Meroe im heutigen Sudan. Sie dienten im 1. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung, wie die Grabstätten des pharaonischen Ägypten, dem kultischen Andenken der lokalen Herrschenden. Eingehauen, wird hier eine Idealvorstellung des täglichen Lebens dieser Menschen gezeigt. Die Gräber zählen zum UNESCO-Weltkulturerbe und sind nur eines von zahlreichen archäologischen Projekten in dieser Region. Ganz in der Nähe wurden am Fundplatz Hamadab am Nil die Reste einer rund 2000 Jahre alten Siedlung entdeckt. Hier fand das Alltagsleben statt. Auch 2020 besucht die Archäologin Ulrike Nowotnik den Grabungsort. Jetzt stehen wir auf dem Hügel, Siedlungshügel von Hamadab, mitten in der Stadt. Oberirdisch ist nichts zu sehen. Und nur 5 bis 10 Zentimeter unter der Oberfläche erscheint dann ein Stadtplan. Hamadab war ein Knotenpunkt für Handel und Austausch, vernetzt mit weiten Teilen Nordostafrikas. Im Projekt Connecting Foodways stehen diese Verbindungen und ihr Einfluss auf das Leben der nicht elitären Bevölkerung im Fokus der Forschung. In Hamadabs Wohnhäusern wurden gut erhaltene Küchen gefunden. An ihnen lassen sich Essgewohnheiten und Kochtraditionen untersuchen. Die Überreste von Vorratsgefäßen und Ofentöpfen zeigen Nutzungsspuren und beinhalten kleinste Pflanzen- und Tierreste. Herausgefiltert aus Proben aus diesen Behältern wird zudem Material für Altersbestimmung der Funde gewonnen. Diese archäologischen und naturwissenschaftlichen Daten werden mit ethnografischen Beobachtungen zusammengeführt. Manche Kochutensilien und Nahrungsmittel sind seit Jahrtausenden fester Bestandteil der traditionellen Küche im Sudan. Dazu gehören Töpfe, die neuerdings aus Metall bestehen, von denen aber einige in der Form ihren keramischen Vorläufern stark ähneln. Auch Sorghumhirse ist im mittleren Niltal seit alters her verbreitet. Sie ist ein Grundnahrungsmittel, aus dem sudanesische Frauen ein hauchdünnes Fladenbrot für ihre Familien zubereiten. Sual Abd El Tariq bäckt ihr Brot auf Metall, aber sie erinnert sich noch, dass ihre Großmutter eine Keramikplatte genutzt hat. Aluminium und Eisen sind heute weit verbreitet, doch sie haben es bisher nicht geschafft, die traditionellen, tönernen Töpfe ganz zu verdrängen. Im Sudan werden diese oft noch ohne eine Töpferscheibe in einer flachen Grube im Boden hergestellt. Diese Töpferin hat einen Sack über die Grube gebreitet, zur leichteren Handhabe. Der Ton wird dann geklopft
und ringweise zusammengefügt. Manche Gefäße bekommen zum Schluss noch eine Verzierung. Ganz ähnliche Töpfe wurden auch in Hammadab und an vielen weiteren Fundstellen Nordostafrikas ausgegraben. Im archäologischen Magazin des Sudan National Museums in Khartoum sowie in anderen Ausgrabungsarchiven lagern Tausende solcher Keramikobjekte, darunter auch Parallelen zu den Funden aus Hammadab. Nach diesen suchen Ulrike Nowotnik und Stephen Matthews, um die Verbreitung von Kochtraditionen und Ernährungsweisen vom Nil bis ans Horn von Afrika und an die Ufer des Tschadsees nachvollziehen zu können.